Hallo im Küchengarten. Der Herbst ist eingekehrt. Es regnet momentan sehr viel. Es gibt noch viel zu ernten. Leider bin ich etwas außer Gefecht gesetzt, wie ihr es vielleicht an meiner Stimme hören könnt. Mich hat die furchtbare Seuche erwischt. Corona, lange genug konnte ich es vermeiden. Und jetzt ist es irgendwie passiert. Deswegen trete ich auch heute nicht persönlich vor die Kamera, denn ich fühle mich eher unhübsch. Ja, es gibt auch heute nur ein kurzes Video, aber ich wollte euch nicht vorenthalten, wer die Samenverlosung meiner Tomatenverkostung, der Eva Sweet White, gewonnen hat. Deswegen wollte ich eine nicht zu lange Videopause machen, während ich mich hier von dieser etwas heftigeren Grippe sozusagen erhole. Es hat mich Gott sei Dank nicht zu stark erwischt, also kein Fieber, aber all meine Nebenhöhlen sind total verlegt, der Hals ist dick, wie bei einer recht starken Grippe einfach. Trotzdem werden wir heute gemeinsam die Gewinner auslosen. Und ich zeige euch dann, wie ich die Samen für die Gewinner selber ernte und verpacke. Ja, der Garten ist momentan ein richtiger Urwald. Das heißt, wenn ich wieder gesund bin, muss ich hier so richtig aufräumen, roden und die Herbstbepflanzung tätigen. Aber dazu nehme ich euch dann auch wieder mit. Und gegessen muss trotz Krankheit ja doch werden, bevor mir die Schnecken hier alle Kohlrabi wegfressen. Ernte ich sie hier schnell fürs Mittagessen. Einmal, zweimal. Und dann gibt es ja auch sogenannte Narren, die keinen richtigen Kopf ausgebildet haben, sondern hier nur so länglich geworden sind. Und die Schnecken freuen sich darüber. Ich glaube, da werde ich jetzt ein paar sammeln und für meine Enten mitnehmen. Das hier ist nämlich in New Bedland und da können die Enten nicht hin. Und deswegen habe ich hier so viele Schnecken. Lucky, du könntest eigentlich auch Schnecken fressen. Und darüber scheint er nicht besonders begeistert zu sein. Wieder habe ich noch eine vergessen. Schau mal, Lucky, findest du das fein? Das Blatt, die Schnecken. Sind dir die wurscht? Aha, Schneckenschlemm ist fein, oder was? Nein. Na gut. Für die Verlosung verwende ich einen YouTube Random Comment Picker. Dazu hole ich mir von meinem Kanal den Link des Videos, füge ihn hier ein und dann kann ich einen Filter auswählen, nachdem die Kommentare durchsucht werden. Ein Schlüsselwort, und zwar mussten ja alle Teilnehmer den Hashtag, da ist es sogar schon, Tomatenverlosung auswählen. Und schon, wenn ich hier auf Continue, also Fortsetzen klicke, wird der erste Gewinner ausgewählt. Ah, nein, zuerst werden mal alle Kommentare geladen, das sind anscheinend 67, und hier wird jetzt der erste Gewinner ausgelost. Herzlichen Glückwunsch, Kali. Du bist der erste Gewinner. Jetzt sieht man, hier ist die Anzahl Kommentare von 67 auf 66 runtergegangen. Ich werde jetzt 4 weitere Gewinner auswählen. Jakobs kleine Farm, auch du hast ein Samenpaket der Eva Sweet White von mir gewonnen. Dritter Gewinner ist Susanna Bergmann,
aus Bayern. Hallo und vielen Dank für deinen Kommentar. Vierter Gewinner, Karin R. Herzlichen Glückwunsch. Und nun der fünfte und letzte Gewinner, Martina Bruno aus Hamburg. Hallo hier nach oben in den Norden. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt zeige ich euch noch, wie ich eure Samen von der Eva Sweet White ernte. Ich habe hier ein Wasserglas und hier habe ich eine Schüssel mit diesen kleinen süßen Tomaten geerntet, frisch aus dem Garten. Das Ganze geht jetzt ganz einfach. Ich schneide die Tomaten einfach auf und dann seht ihr hier drinnen schon das Saatgut. Mit dem Löffel entnehme ich jetzt hier dieses Saatgut. Das werfe ich nun mitsamt dem ganzen flüssigen, klebrigen mit der Galerte hier hinein in das Glas. Das Ganze verschließe ich nun und lasse es 2 Tage in meiner Küche rasten. Und nachher gieße ich das Ganze durch ein feinmaschiges Sieb ab und lasse die Samen dann auf einem kleinen Teller gut trocknen. Dann kann ich sie verpacken und an euch schicken. Leider heute also nur ein kurzes Video. Ich hoffe, dass ich bis nächste Woche wieder einigermaßen genesen bin. Ich danke euch fürs Zusehen. Die Gewinner melden sich bitte bei mir. Ich blende euch unten ein, bis wann das möglich ist, damit ich die Samen möglichst bald an euch losschicken kann. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis nächste Woche hier bei mir im Küchengarten.